Das ist ein Traum in Erfüllung gegangen, ja. Der Mike sieht jeden Augenblick von hier hinten zu laufen kommen. Er hat keine Ahnung, was heute passiert. Er wird zum ersten Mal Daniela Reif treffen. Und ich denke, er wird tot umkehren von Freude. Ich möchte dir Danke sagen, dass du ein toller Papi bist, ein toller Ehemann und das alles in deinem Hut bringst. Bei der Grenzwache hast du jetzt in der Corona-Zeit sehr viel geleistet. Ab und duschen, wir fahren ins Engadin. Mir ist dann schlagartig eigentlich vieles klar geworden. Ich habe natürlich in den letzten Wochen immer gemerkt, meine Sportkleider verschwinden daheim. Also Larissa hat natürlich gepackt und ich habe dann meine Laufhosen gesucht und ich habe die Socken nicht gefunden. Und Larissa hat gesagt, ja, ist sicher falsch verräumt oder so. Also ich wusste, irgendetwas ist im Busch. Ich bin noch aufgeregt, weil ich nicht weiss, was kommt. St. Moritz ist halt das Trainings-Mekka von Daniela Reif. Ja. Ich nehme an, es hat etwas mit dem zu tun. Ja. Gute Schätze. Der Mike und seine Frau Larissa sind jetzt hier schon im Hotel, glaube ich, schon im ersten Gang. Und ich gehe ihn jetzt überraschen. Mal schauen, was er sagt. Hallo zusammen. Hallo. Ich habe gehört, du bist ein Triathlon-Fan. Ja. Hoi, Daniela. Oder wollen wir es so machen? Als ich sie getroffen habe, war ich natürlich ja, schon ein bisschen scheu. Aber es hat sich dann sehr schnell gelegt, weil sie ist sehr cool drauf und offen und hat sofort davon reden. Und das hat es mir auch einfacher gemacht. Also morgen schwimmen und dann würden wir dann zusammen auf der Bahn so ein Lauftraining machen, wenn du Lust hast. Cool, ja. Also du musst cool. Nicht, das ist alles freiwillig. Nein, natürlich. Sehr gerne, ja. Ja, cool. Freue mich, ja. Es war schon unglaublich. Ich hatte eine halbe Länge Vorsprung und sie holt dich eigentlich noch fast ein, gell, auf 25 Meter. Ich bewundere sie für das, was sie vollbringt. Oder? Am See war eigentlich ein Einlaufen, das war noch relativ locker. Und nachher auf der 400-Meter-Bahn ist es schon strenger geworden. Also, ja, man merkt auf jeden Fall, dass wenn sie anzieht, dass es hart wird. Ich kann das gar noch nicht fassen, dass ich heute mit den weltbesten Triathletinnen trainiert habe. Ja. Das ist sicher etwas, das mir das Leben lang bleiben wird. Es ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Ja.